dahin. Aha. Und das hier müsste jetzt eine von denen sein, wo die vielen Halme sind. Ja, guck mal, Ingo. Das ist so krass. Das ist schön, wenn wir vorhin hatten. Das, ja. Hier hinten, oder? Weil wir sind ja irgendwo aus der Ecke gekommen. Ist das jetzt noch von der Zeit des Zweiten Weltkriegs teilweise, oder? Nein. Die Einbauten hier, was du siehst, das auf jeden Fall. Genau. Und das war ja schon immer Schieferbruch. Und im Zweiten Weltkrieg haben die das dann als Kunststand umgebaut. Das heißt, die haben in Dörfer Mittelbau haben die V2-Raketen und die Triebwerke gebaut. Diese Triebwerke sind hierher geschickt worden, sind hier getestet worden auf ihre Maximalleistung. Und nur die Maximalleistung gebracht haben, hat man dann zurück nach Dora geschickt und hat sie dort in die V2-Raketen lautiert. Das heißt, wie gesagt, die Teil hier ist noch Altwerkstoff und andere Teile, wo du dann zum Beispiel schnell siehst und so, sind ausgebaut worden, um das als Überlagerung nutzen zu können. Auch nicht so. Die Frage ist, das ich kann ja jetzt überhaupt nicht sagen, in welcher Sohle wir sind. Ist das F? F könnte glaube, passen, weil F ist unter Wasser. Von F hast du eine sehr gute Karte einstecken. Und das ist nur hier, und das wird sofort aufgefallen, dass die wir jetzt wissen, wo wir reinkommen. Das müssten zwei Gänge sein, die sich spreizen. Ja, könnte hier sein und hier sein. Könnte da sein und dort sein. Das würde ja fast Sinn machen, dass diese weißen Dinger die Zugänge. Oder wenn die Anleitung so kurzsichtig sind, dass ich mir denke, wenn du die Dachung verlaufst, dann ist es doch das Plan, dass du Schuster kannst. Eine große Kammer, wenn der Schalinger kam. Einfach LKW-Plan oder wie war das? Ja, irgend so was. Gaffer-Tape oder so. Rechts weiter, oder? Was sagst du? Nach rechts weiter oder nach links weiter? Der erste, der nicht könnte, nach ich rausgehen. Komm, ja, ich hab schon den DVD-Fehler zu gehen. Ich will erstmal gerade ausgehen. Auf der anderen Seite ist es hier geknotet, dort geknotet und auf der Seite geknotet. Und wir können es ja noch mit Seil nachknoten. Aber vielleicht erleben wir ja noch, wenn man da oben reingeht, ob es da irgendwo runtergeht. Vielleicht sind die so miteinander verbunden, wovon ich natürlich ausgehe. Weißt du, was ich glaube? Was? Das könnte der Bereich sein, wo die alle sagen, dass man sich in die Sohle abseilen muss, dass einfach zwischenzeitlich einer eine Leiter reingeschleppt hat, so wie wir Idioten auch Leitern rumschleppen. Ja. Wir haben für ein paar Uferlagerungen, weil es ja so Spaß ist, macht, okay. Leitern mitgebracht. Die Frage ist, wo das hinführt. Wahrscheinlich in dieselbe Sohle wie das. Was mich interessiert, ist, wo dieses Geld herkommt. Wollen wir mal die Spur hier folgen? Es wird immer mehr, gell? Ja. Das sieht aber mir sehr nach Lehm aus, also es sei denn, das mir wirklich eigen. Guck mal, das sprudelt ja hier aus dem Boden. Das sieht schon mal alter, wie sie ausflippt, wenn ich die direkte Adidas-Spur auf den Küchentisch stelle. Kommst du um 3 Uhr nachts nach Hause, das ist das erste Mal, ich dachte, das war cool. Was ist das hier? Das für eine Schüssel, das schaut nachträglich vermauert aus. Das ist nicht natürlich. Ist das wieder ein Schacht, der nach oben geht? Tatsächlich. Wasser. Aha. Und schon praktisch Eisen reingesteckt. Sehr weiß, oder? Schon praktisch Eisen reingesteckt damit. Okay, da schlossen wir es schon. Hier ist verschlüsselt. Das war jetzt so, das ist schon mal gut. Ja, ich kenne die Rückzugsklappen von auch zur Person Fenster, also wieder da. Dann gehen wir einfach mal vor und wieder nach dem Klappen. Jetzt ist da vorne links eine Kamera aufgehängt. Schauen wir doch mal. Jetzt gucken wir alle mit so einem.
Schlagzeug daran, das war einfach das erste Mal, dass ich mich in so eine Scheiße machen. Ich hoffe, dass das auch so ist. Und dieses noch nicht an der Welt verbaut. Also, diese. Also, es ist total surreal irgendwie. So, da geht's jetzt zurück. Das ist die Frage, wie sind die hier? Aber die meisten Leute, die sind ja nicht an. Dann ist es auch nicht gut, aber wenn man es nicht so gut ist, dann ist es. Das ist kein Teil, wenn man das hier oder sonst was. Vielleicht haben die von den drüber liegenden Halten den Schub oder das Geröll hier runtergeschmissen. Und von hier aus dann mit der Bahn rausgekarrt. Das ist gut, oder nicht? Ja. Also werden die hier auch noch irgendwas nachts. Abschlussleif! Ja, Wasserstollen halt. Alter, ist die Steine oder ist die Platte für dich? Ey, jetzt wird es Indianer-Torf, oder? Die Holzbrücke. Bist du hier in der Mitte steigen? Ist die Steine oder eine Plastikkugel? Eine Plastikkugel, oder? Das ist eine Plastikkugel, ja. Industriequelle auch genannt. Aber es ist nicht eigentlich die Holzbrücke. Da muss ich ein Bild von machen. Nee. Geht's da weiter? Da geht's nicht viel weiter. Da geht's einmal in den Rundbogen mit Schiene und das war's. Ein Staudamm oder was? Aha. Da sind noch richtige Schienen mit. Ja. Ja. So. Wir haben einen Job. Was denn? Wir brauchen ein schweres Tauchgerät. Können wir anschaffen. Ich glaube, da gibt es so Riesenhunde, kann das sein? Wobei, also neu sind die Installationen jetzt auch nicht. Sind auch ja, schon noch relativ neu. Schaut von der Ferne neuer aus, als es ist. Ja, ich würde sagen, wir laufen nochmal zurück und gehen da rein, wo ich gerade rein bin, weil da sind noch zwei große Hallen eingezeichnet. Und das ist, da gehe ich dann auch gleich wieder zurück. Nimmst du mit?